Hoho und herzlich willkommen bei einer Adventsausgabe des Telestammtischs. Wir zünden die dritte Filmrolle an auf dem Weihnachtskranz. Ich weiß nicht, wie die Moderation zu Ende geht. Und treffen uns zu einer weiteren gemütlichen, besinnlichen Runde und warten weiterhin auf das Filme Christkind, den Filme Weihnachtsmann. Man weiß es nicht. Hallo Kathi. Hallo Steffen. Du bist bei mir. Ja. Und bei mir ist auch der Benedikt. Hallo. Hallo in die Runde. Ja, die Eva lässt sich entschuldigen. Die hatte heute kurzfristig leider einen technischen Ausfall. Die wäre sonst auch noch dabei gewesen. Die grüßt aber ganz herzlich. Genau. Ja, wir wollen heute auch unsere Filme des Jahres besprechen. Die Dinge, die wir dieses Jahr gesehen haben, für diskussions- und erwähnungswürdig halten. Haben uns ein paar Tops rausgesucht, ein paar Flops, ein paar Überraschungen, Enttäuschungen. Was uns dieses Jahr so ein bisschen filmisch auch bewegt hat. Genau. Ja. So haben wir das gemacht. So haben wir das gemacht. Gab ja genug Filme dieses Jahr, wa? Ja, wir haben also Filme für den Telestammtisch gesehen, auch außerhalb. Da haben wir uns so ein bisschen dran orientiert. Wir haben ja alle auch unsere eigenen Projekte. Genau. Benedikt, woher kennt man deine Sachen? Meine Sachen kennt man vom YouTube-Kanal MovieCheck. Den betreibe ich seit 2009. Und genau da behandle ich halt alles, was mit dem Thema Film zu tun hat. Filmkritiken natürlich, Film-News, Trailer-Reactions tatsächlich, aber nicht so diese klassischen, hey, seht mein schockiertes Gesicht oder solche Over-Reactions, sondern tatsächlich, ich setze mich einfach nur hin, gucke einen Trailer und danach mache ich eine Nachbesprechung über den Trailer, was man für Erwartungen vielleicht danach haben kann. Also jetzt nicht dieses typische Over-Reacting, sondern tatsächlich eine etwas seriöse Auseinandersetzung mit einem Trailer. Und den Telestammtisch habe ich ja an sich auch dieses Jahr dann nur per Zufall tatsächlich kennengelernt. Durfte ja dann auch erstmals dann bei einer Filmbesprechung über den Telestammtisch dann auch teilhaben bei der CRISPR-Revolution. Eine Dokumentation war das. Die ist, glaube ich, vor ein paar Wochen dann auch hier released worden auf allen Kanälen, die der Telestammtisch bedient. Oh ja, und so bin ich hierher gekommen und bin jetzt in freudiger Erwartung auf meinen zweiten Podcast hier. Das ist sehr gut. Ja, Kathi und mich kennt man aus allen Sachen Nerd, Nerd, Nerd. Da gehört unser Frontformat Videomitschnitt ganz doll dazu. Wir machen unseren, da ist Kathi gar nicht dabei, aber mit Daniel mache ich den zusammen, den Kaiju- und Monsterfilm-Podcast König der Podcasts. Cool. Wo wir dann auch jetzt im nächsten Jahr endlich wieder Godzilla wieder begegnen werden. Zeit wird versus Kong. Ja, kommt zurück im Jahre 84 ja. Tatsächlich. Und genau, da geht's nächstes Jahr dann auch hübsch weiter. Ja, und cool. Heute soll's um den Jahresabschluss gehen. Wir haben uns vorher gar nicht überlegt, wer anfängt. Wollen wir Ladies first machen? Finde ich gut. Ja? Ich sehe hier keine Lady, aber gut. Positive Diskriminierung nennt man das, aber richtig. Aber dann mache ich mal ausnahmsweise mit. Ja. Wollen wir uns das Beste zum Schluss aufheben? Oder? Weiß ich nicht. Eigentlich, also ich hätte Wollen wir mit den Tiraden abschließen dann? Also ich will mal so sagen, das Schlechte kann ja auch unterhaltsam sein, wenn man das so möchte. Das sehe ich auch so. Das ist richtig. Gut. Und am Anfang von so einem Podcast ist ja die Aufmerksamkeit auch höher. Eben. Und wir wollen ja lieber die Filme promoten. Wenn ihr über die schlechten Sachen nicht hören wollt, haltet einfach jetzt eine Viertelstunde ab. Das passt dann schon. Genau. Einer meiner fünf Top-Filme dieses Jahr ist ein französischer Film gewesen, nämlich Der Glanz der Unsichtbaren, den wir beide auch tatsächlich im Auftrag des Telestammtisch gesehen haben. Eine französische Produktion, wie gesagt, bei der es um das Fortkommen von Frauen geht, die aus irgendwelchen Gründen obdachlos sind und eine Organisation, die versucht, ihnen wieder auf die Beine zu verhelfen, zu einem Job zu verhelfen, zu einer Wohnung zu verhelfen. Ganz großartig gespielt, fantastische Frauen in allen Rollen besetzt, sowohl bei denen, die die Unterstützerinnen spielen, als eben auch die Frauen, die die Obdachlosen spielen. Bemerkenswert bei dem Film fand ich halt, dass alle Schauspielerinnen, die die Obdachlosen gespielt haben, selber Erfahrungen mit dem Leben auf der Straße hatten. Und das merkt man dem Film deutlich an, finde ich. Da haben wir eben auch den Podcast so aufgenommen, den kann man sich gerne auch nochmal anhören dazu. Also was halt so Veranstaltung für den Telestammtisch immer auch so ein bisschen ausmacht, ist, dass da ein Regisseur, Regisseurin anwesend ist, Darstellende anwesend sind und da war eben auch eine der Hauptdarstellerinnen anwesend. Ja. Das war ein ziemliches Erlebnis. Kann man sich den dazugehörigen Podcast dann auch nochmal genauer dazu anhören. Finde ich sehr hörenswert, den Podcast, nicht nur, weil ich ihn selber aufgenommen habe, sondern weil wir haben die Filme, die du alle in der Liste hast, auch gemeinsam gesehen, den Film selber eben auch unfassbar wichtig und sehr sehenswert finde. Absolut. Ja. Und auch sehr unterhaltsam an vielen Stellen. Er hat einen ganz tollen Humor dabei. Also nicht, dass euch das Thema abschreckt. Fantastisch. Genau. Benedikt, möchtest du weitermachen?
Genau, mit einem der nächsten Filme. Aus den Tops, oder waren wir gerade bei, wir waren bei den Tops noch? Wir waren auch bei den Tops, genau. Genau, fantastisch. Ja, dann mache ich gerne weiter. Und zwar mit einem Film, den ich erst kürzlich gesehen habe, der aber auch erst kürzlich erschienen ist. Und leider Gottes muss ich sagen, bis dato zumindest nicht auf der großen Leinwand. Es geht um The Irishman von Martin Scorsese, der sich ja nach einiger Zeit mal wieder zu Wort gemeldet hat. Und für mich auf jeden Fall bis dato der beste Film des Jahres 2019 ist, weil er es tatsächlich bewerkstelligt bei einer Laufzeit von 3,5 Stunden und einer richtig, richtig intelligenten und auch lustmachenden Erzählstruktur über die komplette Laufzeit das Spannungslevel immer auf einem gewissen Niveau zu halten und den Zuschauer dabei nicht zu verlieren. Und natürlich die Story selber, die richtig, richtig gut erzählt ist. Das hat mich massiv beeindruckt und dazu natürlich dann der Cast von Robert De Niro bis Al Pacino. Also das ist ein Kinoerlebnis gewesen, das ich gerne im Kino erlebt hätte. So musste ich es auf dem Heimkino-Bildschirm tatsächlich dann gucken. Aber nichtsdestotrotz einer der Filme, der mich dieses Jahr zum Abschluss dieses Jahres auch massiv begeistert hat, muss ich sagen. Ja, dann mache ich mal meinen ersten Top-Film. Wir haben uns ja so ein bisschen von den großen Blockbustern ferngehalten, weil wir davon ausgegangen sind, dass die hier sowieso abgedeckelt werden. Mhm. Deswegen habe ich als nächstes den Kindertrickfilm Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Da geht es um den Zeitraum Herbst 1989 und eben die Wende, die deutsche Wende, den Mauerfall aus der Sicht eines Kindes erzählt, eines jungen Mädchens, die ja, also die ganze Revolution mitbekommt. Das Ganze findet in unserer Heimatstadt oder jetzt neuen Wahlheimatstadt Leipzig statt, was ganz spannend ist. Also man sieht so ein paar Landmarks. Mhm. Das war auch sehr spannend zu sehen. Und der Film ist darüber hinaus auch noch ganz toll erzählt. Und ich fand ihn auch jetzt nicht so ein rein Kinderfilm. Also allein dadurch, dass da eben auch schon sehr gruselige Szenen drin sind, wenn dann so die Stasi Fritzi aufgreift und ihr dann auch mit Waffengewalt gedroht wird. Das geht schon ganz schön hart zur Sache. Also es ist halt nicht nur ein Kinderfilm, sondern eben auch ein Film für die ganze Familie. Und in dem ja, Jubiläumsjahr, in Anführungszeichen, 30 Jahre Mauerfall, auch ein sehr wichtiger Film, wie ich finde. Und das aufbereitet eben anhand eines, ich glaube, Kinderbuch. Das war vorher ein Buch, ne? Das war vorher ein Buch, genau. Ein Jugendbuch. Auch, glaube ich, so ab 10 Jahren von der Altersempfehlung her. Und ist fantastisch auf die Leinwand gebracht worden, finde ich, ja. Also ist für mich definitiv ein absoluter Hingucker dieses Jahr. Ist ein bisschen untergegangen leider. Lief hier in Leipzig sehr erfolgreich. Mhm. Hatte dann auch die Premiere in der Nikolaikirche, wie wir dann nach unserem Pressescreener erst erfahren haben. Weil wir hatten den Film geguckt, bevor die Premiere hier in Leipzig stattgefunden hat. Und die haben den Film eben dort zum ersten Mal gezeigt, wo diese friedliche Revolution in Leipzig auch ihren Anfang genommen hat. Ja. Was, also besser kann man es eigentlich nicht machen. Nee, das ist richtig. Genau. Und also der ist auf jeden Fall ein Blick wert. Haben wir auch einen Podcast gemacht zum Titelstammtisch. Bitte auch hören. Wir haben so viele Podcasts. Ja, eigentlich haben wir alles verpodcastet, was wir hier heute haben. Das ist unglaublich. Ja. Jetzt würden wir gerne podcasten. Nee. Unglaublich. Du bist dran. Genau, ich bin dran und ich habe auch tatsächlich einen Nicht-Realfilm mit auf der Liste. Und zwar ist das Makia. Ein ganz toller Animationsfilm. Hilf mir mal auf die Sprünge. Der ist aus Japan. Das war ein japanischer Film. Das war ein japanischer Film, ne, genau. Tolle Geschichte über sehr viele Themen. Also so ein bisschen, was heißt es tatsächlich, mehr oder weniger unsterblich zu sein in einer Welt voller Sterblichen? Was heißt es, in der Fremde irgendwie unterkommen zu müssen? Ganz, ganz viele Themen drin. Wunderschön animiert, illustriert. Die Kunst, das Artwork ist einfach fantastisch. Und er ist vor allem in erster Linie ganz dicht an den Figuren und den persönlichen Entwicklungen und Schicksalen dran. Und hat zwar auch diese großen, bombastischen Aufnahmen, beschäftigt sich aber eben eher wirklich mit dem Zwischenmenschlichen. Und das fand ich total schön. Sehr anrührend. Wir haben relativ nah dazu haben wir den neuen Hosoda gesehen. Genau. Mirai no Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Und der hat uns, mich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, schon weitestgehend kalt gelassen. Ja. Und Makia im Verhältnis dazu hat mich also absolut begeistert. Mir liefen die Tränen. Ja. Das ist ein Meisterwerk, wie ich finde. Absolut. Ja. Erinnert mich daran, dass ihr mir auf jeden Fall nach der Aufnahme nochmal die komplette Filmliste eurer Filme zur Verfügung stellt, weil ich glaube, ich habe einiges nachzuholen. Ich finde das richtig, richtig spannend gerade. Sehr gut, machen wir. Okay, bin ich wieder dran? Ja.
Okay, dann ist mein nächster Film tatsächlich mein Einstandsfilm hier beim Tele-Stammtisch, und zwar Human Nature, die CRISPR-Revolution. Kein Spielfilm, kein Animationsfilm, sondern eine Dokumentation über die Genschere CRISPR, die wir ausführlich auch in einem Podcast natürlich hier diskutiert und besprochen haben. Dementsprechend verweise ich auch auf den Podcast natürlich wieder an dieser Stelle. Und dieser Dokumentationsfilm hat mir einfach so gut gefallen, weil er eine wirklich akut auf die Gesellschaft einwirkende Frage beleuchtet, nämlich was darf genetische Forschung, was darf sie nicht? Und CRISPR, eine Genschere, wie gesagt, mit der das menschliche Genom geschnitten und gegebenenfalls Krankheiten auch beseitigt werden können, gleichzeitig aber auch natürlich für genetische Manipulation, beispielsweise zur Erschaffung künstlichen Lebens, solcher Matrizenkinder beispielsweise, oder auch zur Kriegsführung genutzt werden kann. All diese Fragen, die natürlich auch ein moralisches Moment in sich tragen, werden in diesem Dokumentarfilm beleuchtet und auf eine verständliche Art und Weise, ohne Fachchinesisch, auch dargeboten, sodass das auf jeden Fall ein Film bzw. eine Dokumentation gewesen ist, die ich auch persönlich äußerst wertvoll gehalten habe und jedem hier an dieser Stelle auch nochmal ins Herz legen möchte. Klingt interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Wichtiges Thema. Ja, mein nächster Film ist Cleo. Ein Film, den ich mir wahrscheinlich ohne den Tele-Stammtisch nicht angeguckt hätte. Mhm. Wahrscheinlich mit der Kneifzange nicht angefasst hätte. Mhm. Weil wenn ich mir das Filmplakat angeguckt habe, Klammer auf, was jetzt bei uns im Schlafzimmer hängt, Klammer zu, ich hätte den Film nicht geguckt, weil der vom Filmplakat wirkte wie ja so eine sommerleichte Liebeskomödie irgendwo in Berlin. Und solche Filme gibt es ja alle 2 Monate. Und das muss eigentlich kein Mensch mehr sehen. Und das war auch wieder so ein Presseevent mit der Hauptdarstellerin Marlene Lohse, die ich cool finde, seitdem ich 15 bin und sie 15 ist. Wir sind ungefähr ein Alter, weil die damals schon im Kinderfernsehen gespielt hat. Und jetzt sind natürlich so die ganzen etwas größeren deutschen Filme eben auch so langsam da reinkommt. Die war eben da, da war ich dann auch ganz, da kann Katin Geschichte von erzählen, ganz schüchtern, als wir dann das Foto machen durften und so. Schön geworden. Ja. Und in Cleo ist ein Film über Berlin, aber Berlin selber ist auch ein Charakter in diesem Film. Mhm. Und es wirkt wirklich so, als hätte Wes Anderson Amelie nochmal gedreht. Das ist eine total verrückte Kombination. Es ist total abgespaced. Also da wird mit Stop-Motion gearbeitet, da wird mit Scherenschnitt gearbeitet, Forced Perspective, da ist alles drin, mit dem man experimentieren kann. Eine sehr liebevolle, surreale Story. Es ist so ein Heist-Movie, wo sie eben den Schatz finden müssen. Es ist eine Liebesgeschichte, aber eher so zweitrangig nur. Und es ist eben die Geschichte Berlins und der Leute, die Berlin wichtig gemacht haben. Ja. Und es ist also, wenn ihr dieses Jahr noch einen Film auf DVD nachholen wollt, also im Kino lief er ja auch nur in kleinen Vorstellungen und in kleiner Anzahl, dann ist es für mich wirklich Cleo, der gehört mit zu meinen absoluten Top-Favoriten dieses Jahr. Also für mich absolut, also das mag man jetzt nicht so direkt verstehen. Aber ja, Parasite haben wir alle abgefeiert, wird vielleicht auch in diesem Podcast nochmal zur Sprache kommen. Aber ich fand Cleo genauso gut auf ihre Art, also diesen Film eben auf seine Art, genauso spannend und genauso vielsagend irgendwo. Ja, also es ist einer der Filme, die so ein bisschen dieses, ja, deutsche Filme können nur was werden, wenn sie von Til Schweiger gemacht sind. Worüber man auch diskutieren könnte, meiner Meinung nach. Sollte und muss. Ja. Es sind gerade so diese Nischenfilme, in denen sich das deutsche Kino gerade wieder so ein bisschen nicht nur erholt, sondern selbst überflügelt, habe ich den Eindruck. Und Cleo ist definitiv einer davon. Der ist optisch einfach eine Pracht, der ist wunderschön, der ist knallebunt an vielen Stellen. Der ist einfach verliebt ins Filmemachen, der ist verliebt in Berlin, dieser Film. Das wollte ich so nicht sagen. Okay. Aber, und der ist einfach wirklich schön. Und es war tatsächlich sehr süß, wie du so völlig starstruck dann festgestellt hast. Moment, das ist Marlene Lohse, weil du hattest irgendwie, hast den Film zugesagt für den Tele-Stammtisch. Ja. So mache ich es ja immer. Bist da relativ blind rein, weil wir abgesprochen hatten, da gibt es Interview und ich würde das dann machen, das Interview so. Und deswegen hast du dich gar nicht weiter damit beschäftigt. Und ich kannte Marlene Lohse so dem Namen nach ein bisschen. Hatte jetzt aber nicht so die innige Beziehung zu ihr. Und wir standen an dem Filmplakat am Kino und ich gucke auf das Filmplakat und denke, Moment, das ist Marlene Lohse. Und dann stand sie halt schräg hinter mir in dem Moment, glaube ich schon. Genau. So 1,5 Meter von dir weg oder so, total knuffig.
Und dann konnte man am Ende eben noch Fragen stellen und dann, als alle aus dem Kino raus waren, war Marlene Nose auch noch da und man konnte Fotos mit ihr machen und dann. Cool. Das war ganz, also für mich auch wirklich eines der Highlight-Events. Also kommt zum Telestammtisch und macht geile Sachen mit. Wenn ihr in Großstädten wohnt, könnt ihr eben diese Events dann eben auch mitmachen als Teil der Redaktion. Man wird nicht bezahlt und es ist ein Knochenjob, aber es ist super. Das ist es, auf jeden Fall. Und super ist ein schönes Stichwort. Ich leite mal direkt über zu meinem nächsten Film. Oh, okay. Ich habe tatsächlich einen Superheldenfilm auf meiner Liste. What? Ja, unglaublich. Und zwar ist es Captain Marvel. Den haben wir im Kino gesehen auch. Ich glaube, ganz auf eigene Faust, ohne Telestammtisch. Weil wir den gerne gucken wollten. Und ich fand den richtig super. Hm. Einfach, weil der im Rahmen dieser ganzen Superheldenfilme einfach mal einen anderen... Also eine Heldin hat erstmal, die wirklich die zentrale Rolle spielt. Das fand ich total cool. Und mit dieser Heldin einfach so unfassbar viel richtig gemacht worden ist. Die musste sich nicht erst großartig beweisen. Die hat von Anfang an im Film ihre Power gehabt. Die hatte Durchsetzungsvermögen. Die war nie Fish out of water, sondern sie war immer diejenige, die die Situation beherrscht hat. Mhm. Und das fand ich einfach unfassbar groß. Man hat ihr nicht noch irgendeine Love Story angedichtet, die völlig unnötig gewesen wäre, auch in dem Film und überflüssig und hat man nicht gesehen. Und die ist einfach fantastisch. Also mir hat sie einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Mein Problem, vielleicht kommen wir da später auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu, ist, dass so die Superheldenfilme dieses Jahr relativ wenig Nachhall bei mir gehabt haben. Aber da reden wir dann gleich eventuell in einer anderen Kategorie noch mal drüber. Ja, ich schließe mich mit meinem nächsten Film Captain Marvel eigentlich insofern an, weil ich den Film jetzt als nächstes nennen werde, der auf Captain Marvel folgte, nämlich Avengers Endgame tatsächlich. Und das wird jetzt vielleicht bei einigen eine Reaktion aller Oh my fucking God, jetzt kommt noch so ein Marvel-Film auslösen. Kann ich auch verstehen. Das ist ja auch ein Franchise, was jetzt schon seit 10 Jahren durch die Kinos tingelt. Aber Avengers Endgame war für mich tatsächlich persönlich auch so ein Punkt, der vom Marketing aus Marketing-Sicht ja auch so beworben wurde als das Finale nach 10 Jahren und 22 Filmen. Und genauso hat sich Avengers Endgame für mich auch angefühlt. Die Geschichte hat nach den Ereignissen aus Infinity War tatsächlich Fahrt aufgenommen. Und natürlich Happy End ist eigentlich schon von vornherein eigentlich klar gewesen. Man wird Charaktere verlieren. Es wird entsprechend dramatische Momente geben. Was mich aber am meisten dann tatsächlich überrascht hat, und sehr, sehr auch gepackt hat im Kino selber, war die Musik, weil nämlich hier in diesem Film wieder Alan Silvestri den Soundtrack beigesteuert hat, nicht wie beispielsweise bei Avengers Age of Ultron. Und das fand ich halt hier bei diesem Film so wichtig, weil er damit auch den Schulterschluss zu Avengers Infinity War dargestellt hat, weil in diesem Film das eigentliche Avengers Hauptthema nicht wirklich zur Geltung gekommen ist, ähnlich eben entsprechend dann auch der Storyentwicklung folgend, dass sich die Avengers entzweit haben, dass die Avengers auch im weiteren Verlauf von Infinity War ja peu à peu von Thanos geschlagen wurden und jetzt in Endgame führen alle Fäden, auch alle offenen Fäden der letzten 10 Jahre zusammen in diese Endstrecke, in dieses Endgame und das macht auch beim Soundtrack nicht halt und das finde ich so epochal, wenn dann in der finalen Szene das eigentliche Avengers Hauptthema wieder durchbricht und dann die Worte, auf die Fans schon seit 10 Jahren warten, aus dem Mund von Captain America ertönen: Avengers sammeln. Das ist ein Moment gewesen, das kann man sich auf YouTube angucken, wo einige natürlich auch im Kino illegalerweise gefilmt haben. Da geht ein richtiger Drall, eine richtige Euphorie durch die Zuschauer, überall Geschrei und Gekreische, weil man sich einfach freut, dass jetzt nach 10 Jahren endlich dieser Satz fällt und dann natürlich die Avengers in cooler Darbietung und in einer coolen Choreografie sich der Übermacht des Thanos stellen. Das hat mir richtig gut gefallen und deswegen ist dieser Film auch bei meinen Tops mit dabei dieses Jahr. Ich sag dann in einer anderen Kategorie was dazu. Wir kommen dann nochmal drauf zurück. Ja, ich möchte dann weitermachen mit meiner Liste. Ich habe noch einen deutschen Film. Und dann ist auch mal gut mit deutschen Filmen. Ich habe Endzeit. Ist eine Comic-Verfilmung, Comic von Olivia Fiewig. Großartiger Comic, ist eine Zombie-Geschichte. Jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, ach nö, nicht schon wieder Zombies. Kann ich total gut nachvollziehen. Endzeit hat so zwei Sachen, die für diese Geschichte eben auch sprechen. A, es spielt in Jena und Erfurt oder Gera, was war es nochmal? Ich hätte gesagt Weimar und Jena. Weimar und Jena. Weimar ist der Startpunkt, genau.
Weimar und Jena, also eben bei uns auch quasi direkt vor der Haustür. Du kommst aus der Ecke. Aus Erfurt, genau. Genau. Und das ist schon mal erstmal ein Bonus, also einen Zombie-Film, einen ernsten, gruseligen Zombie-Film aus Deutschland zu haben. Und dann ist halt besonders an dem Comic und auch an dem Film, dass eben zwei Frauen die Hauptrolle spielen und es sich eigentlich gar nicht so sehr um die Apokalypse dreht, natürlich auch, aber eher um diese Freundschaft, wobei Freundschaft auch schwierig zu sagen ist. Mhm. Es ist eher so eine Zweckgemeinschaft, die aber dann eben auch zu einem Bund zwischen zwei Frauen, zwei starken Frauen eben auch führt. Das ist ein sehr bildgewaltiger Film für eine deutsche Produktion. Ich glaube, die Regisseurin ist schwedisch. Ja, Schwedin ist sie, genau. Der hatte, glaube ich, seine Premiere auch in Kanada auf einem Filmfestival. Und man kann die Comicvorlage wirklich daneben legen. Es ist sehr 1:1. Es ist sehr imposant gedreht. Mit einem kleinen Budget. Was ich halt im Nachhinein so ein bisschen schade fand, war so ein bisschen der kritische Umgang mit dem Film, weil ihm halt vorgeworfen wurde, na, der kopiert einfach nur andere Zombie-Filme und genießt so ein bisschen das Fahrwasser von so Klassikern eben von Romero oder anderen Regisseuren, wo ich gesagt habe, na und? Also da schreit doch bei Tarantino auch kein Hahn nach, wenn er irgendwelche Szenen 1:1 kopiert oder, weiß ich nicht, seine Kill Bill-Produktion in das Studio der Shaw Brothers verlegt, weil er das so geil findet. Warum wird dann bei einem kleinen Zombie-Film da so drauf rumgehackt? Fand ich also auch für mich komplett unproblematisch, selbst wenn ich da 2-3 Szenen wiederentdeckt habe oder auch Tropes natürlich, weil natürlich bedient sich ein deutscher Zombie-Film den gängigen Zombie-Tropes. Das wäre auch wahrscheinlich ein bisschen fahrlässig, wenn man das nicht tun würde. Man will das Publikum ja auch abholen, ist ja klar. Hat leider auch einen relativ kleinen Release nur gehabt in Deutschland. Wir waren hier auf der Premiere in Leipzig, wo Regisseure anwesend waren. Da waren wir auch privat tatsächlich. Ja. Auch wenn meine Pressevertreterin da gewesen ist, mein Pressekontakt, und mir auch so ein Heft in die Hand gedrückt hat, was ich eigentlich gar nicht haben brauchte. Aber sei es drum. Jedenfalls, das war auch wieder so ein Moment, wo ich nicht wusste, dass das alles da sein würde. Ich dachte, die Regisseurin ist da und ich glaube, zwei Leute oder sowas standen irgendwie im Flyer, aber Olivia Fiewig, die Zeichnerin und Autorin des Comics, war eben auch da, die komplett weggebumst ist von dem Erfolg und auch von der Resonanz auf diesen Film. Und ich finde ihn wirklich sehenswert. Ja. Das war auch tatsächlich ein geiles Umfeld. Also wir haben den nicht einfach in einem normalen Kino gesehen, sondern es gibt hier in Leipzig die VEB Feinkost. Und das ist so eine Kulturstätte, könnte man sagen, die so ein bisschen aus der Subkultur gerettet wurde, sage ich mal. Und das ist eine alte Dosenfabrik, eine Konservenfabrik. Genau. Ja, also Feinkost halt, ne? Ja. Alte Konservenfabrik, da sind mittlerweile kleine individuelle Geschäfte drin und eben diese Möglichkeit, Kinofilme zu zeigen. Und das hat einfach perfekt zusammengepasst, so dieses ganze Setting und der Film. Und es ist wirklich ein großartiger Film. Mhm. Ja, hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, ist der vierte Titel auf meiner Top-Liste. Und zwar ist das ein etwas größerer Blockbuster, der im Kino lief, Alita Battle Angel. Oho. Aha. Ich mochte den tatsächlich gerne. Ich gehöre aber auch zu denen, die die Comics nicht kennen oder die Manga-Vorlage. Du hast die im Regal stehen? Ja, komplett. Wir hatten auch mal drüber gesprochen, dass ich die vielleicht auch noch mal lesen sollte. Hm. Wenn es keinen zweiten Teil gibt, muss ich das auch tun, weil das hat so ein bisschen ein offenes Ende, der Film, was ich schade finde. Ansonsten fand ich den großartig. Ich bin sowieso ein ziemlicher Fan von Christoph Waltz, der eine tragende Rolle in dem Film spielt. Mir hat das ganze Setting, wie es aufbereitet wurde, gefallen. Also das ganze Worldbuilding ringsrum, so dieser Futurismus, der aber auch schon abgeschrabbelt ist irgendwie. Wie man das teilweise aus der originalen Star Wars Trilogie kennt. Mhm. Wenn auch eine andere Zukunft als die in Star Wars. Ich mochte den halt richtig hart gerne. Der hat Wobei, spielt Star Wars in der Zukunft oder in der Vergangenheit? Diese Frage beantworten wir in einem anderen Podcast. Okay. Bam, 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 bam. Mir hat es jedenfalls richtig gefallen. Der hat an den richtigen Stellen Fahrt aufgenommen, der Film. Der hat durchaus auch so ein paar Denkanstöße mitgeliefert, wie sie wohl in den Mangas drinstecken auch. Das heißt, er hat sich nicht nur auf die Action-Seite konzentriert. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde gerne den zweiten Teil dazu sehen, die Fortsetzung. Ich habe aber gerüchteweise gehört, dass ich da nicht so gute Karten haben werde. Nee, also nee. Ich habe heute noch einen Tweet gesehen, dass die Fans wohl bitte Disney bitten sollen, da einen Film zu machen, weil er jetzt wohl auch irgendwie in diesem Disney-Merger mit ins Disney-Dings reingeflutscht ist. Da stehen die Chancen aber tatsächlich nicht so besonders gut. Ich habe dem Film nach dem Besuch 4,5 Sterne gegeben, weil er mich auch optisch und auch so vom ganzen Feeling total abgeholt hat.
Ist aber auch wieder so einer von den großen Filmen dieses Jahr, die für mich einfach keinen Nachhall hatten. Also das, das kann ich schon mal abdecken gleich direkt, weil ich habe ihn hier nicht in der Liste stehen. Auch wenn ich eine sehr hohe Bewertung gegeben habe, er ist ja werksgetreu. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Obwohl er natürlich Dinge auslässt und verdichtet und Figuren zusammenfasst und andere Sachen gar nicht behandelt, die vielleicht auch wichtig gewesen wären. Aber man kriegt halt in 2 Stunden nicht 9 Bände Manga rein. Da fehlt auch sehr viel. Wobei sind, glaube ich, auch die ersten 3 Bände, die sie überhaupt nur verfilmen. Aber selbst die sind nicht vollständig drin. Also das Grundthema ist da. Also von der Seite ist es schon okay. Aber auch so eben das Gefühl, dass es wird nicht abgeschlossen. Man bekommt nicht so diese Belohnung des Finales. Wenn auch nur ein 2. Teil käme, ich erwarte ja gar nicht von denen, dass sie die komplette Saga adaptieren. Das wäre sowieso zu heftig. Das haben sie sich auch als Anime noch nicht getraut. Nur es gibt, glaube ich, einen 45-minütigen OVA. Ich glaube, dann hört es schon auf. Mehr gibt es auch von Alita nicht als Anime. Aber es ist so, ja, also am Ende des Tages war es mir dann doch nicht genug. Also das ist für mich so bei Alita so der Punkt, warum ich ihn jetzt auch nicht in diese Liste mit aufgenommen habe. Weil er ist da und es ist gut, dass es ihn gibt. Und ich habe 10 Jahre auf diesen Film gewartet, weil Cameron, ich weiß nicht, wie lange gesagt hat, er möchte den Film machen. Aber es ist so ein bisschen verpufft für mich, glaube ich, ja. Ja, schade für dich. Ja, schade, schade für mich, ja. Schade für uns drei, die sich ja alle von uns eine Fortsetzung erhofft haben, muss ich an der Stelle sagen, weil ich muss wirklich sagen, dass für eine Manga-Verfilmung Alita Battle Angel wirklich eine grandiose Umsetzung war, wenn ich mich daran erinnere, dass vor einigen Jahren ein schändlicher Dragon Ball-Realfilm erschienen ist. Und da ist Alita Battle Angel qualitativ ja meilenweit von entfernt gewesen, wenn wir mal ehrlich sind. Und natürlich, dieses offene Ende ist mit einem weinenden Auge natürlich nur zu genießen, weil auch ich habe es natürlich gehört, dass die Chancen für den 2. Teil nicht so wunderbar, nicht so proper aussehen, was ja letzten Endes natürlich wieder auch dem finanziellen Erfolg oder Misserfolg des Filmes zu schulden ist natürlich. Der hat ja, glaube ich, um die 190 Millionen Dollar gekostet und knapp 400 Millionen Dollar, glaube ich, eingespielt. Und somit genau an der Grenze, wo man sagen kann, ist ein Erfolg, ist ein Misserfolg. Und dementsprechend bin ich gespannt, inwieweit Disney sich dann vielleicht jetzt nach dem Fox-Deal traut, da noch mal Geld zu investieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Kombi aus Robert Rodriguez und James Cameron sich noch mal zusammenfindet für ein Alita Battle Angel 2, weil die beiden könnten das, meiner Ansicht nach. Jetzt, glaube ich, habe ich wieder einen Film. Und das ist ein Film, den habe ich erst kürzlich gesehen. Der heißt The Gangster, The Cop and The Devil. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist eine südkoreanische Produktion. Der Titel lässt es ja an sich schon vermuten, dass da so eventuell eine Analogie zu 2 glorreiche Halunken, also The Good, The Bad and The Ugly bestehen könnte. Und so ungefähr ist es eigentlich auch. Das ist ein sehr düsterer, aber auch trotzdem witziger Thriller, in dem es darum geht, dass ein Serienkiller in einer koreanischen bzw. südkoreanischen Kleinstadt sein Unwesen treibt, einen Gangsterboss, einen hochrangigen Gangsterboss verletzt und dieser dann auf Umwegen mit einem Cop auf einmal gemeinsam Jagd auf diesen Serienkiller macht. Eine sehr amüsante und auch sehr spannend erzählte Geschichte, die auch diverse Martial Arts Komponenten in sich vereint und einfach auch eine wirklich durchgehend spannend erzählte Geschichte präsentiert. Und für mich persönlich, weil ich auf solche Filme einfach stehe, auch ein Highlight dieses Jahr auf jeden Fall gewesen. Kann ich nur empfehlen, The Gangster, The Cop and The Devil. Ja, finde ich spannend. Ich bin auch ein großer Fan vom südkoreanischen Kino. Da muss ich sagen, das ist insofern cool, weil da auch der Hauptdarsteller von dem Film Train to Busan mitgespielt hat, dieser Madong Seok, ich glaube, so wird er ausgesprochen, hoffe ich doch. Ich bin, was die Namen aus dem asiatischen Raum angeht, nicht so bewandt, wie man die ausspricht, aber ich meine, der wird so ausgesprochen. Ja, sehr cool. Dann mache ich weiter. Keiner hat ein Veto. If Beale Street Could Talk ist so gerade noch dieses Jahr erschienen, hatte Kinostart hier in Deutschland gehabt im Januar, kommt noch aus der Oscar-Verwertung, hätte ich fast gesagt, ne? Ist noch im Oscar-Jahr gewesen, im letzten. Ist eine schwarze Geschichte und ist auch ein Film,
Das kannst du bestätigen, Kathi, der mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil ich nicht so ganz wusste, was er von mir will. Ja. Erzählt die Geschichte eines jungen Paares, die sich kennen und lieben lernen und erstmal natürlich gegen die Widerstände der eigenen Familie ankämpfen müssen und um ihre eigene Existenz aufzubauen. Er gerät unverschuldet, zumindest ist es das, was erzählt wird in dem Film, unverschuldet ins Gefängnis, wird der Vergewaltigung bezichtigt, beteuert aber, dass es nicht gewesen ist und seine Frau oder Verlobte zumindest, verlobt sind sie, glaube ich, versucht eben zusammen mit der Mutter ja rauszufinden, was da jetzt genau passiert ist. Und es wirkt alles wie ja Polizeiwillkür, wie auch so ein bisschen Justizwillkür, dass da einfach ja ein Schwarzer als vermeintlicher Täter hingestellt wird und das aber gar nicht gewesen sein kann, weil eigentlich alle Fakten dagegen sprechen, aber eben aufgrund von strukturellen Gründen, aus so diesem Rassismus in der Gesellschaft, dann von allen Seiten einfach angenommen wird, dass das schon gewesen sein kann. Also das ist vollkommen unstrittig für alle anderen Außenstehende, dass er diese Vergewaltigung getan hat, begangen hat. Und das ist so die Ausgangssituation. Und man lernt die beiden über den Film kennen in vielen Rückblenden, was manchmal ein bisschen verwirrend ist, weil man oft nicht weiß, wo man sich befindet. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, Moment, wo sind wir jetzt hier gerade? Ich komme gerade nicht so ganz genau mit. Und dann ist das eben auch ein Film, der dir nicht die Antwort gibt. Der eben nicht hingeht und sagt so, nein, er war nicht der Täter und er ist unschuldig im Gefängnis, sondern das ist halt nur der Fall, der gerade diskutiert wird. Und er tut dir auch nicht den Gefallen zu sagen, die Person kommt am Ende des Tages aus dem Gefängnis raus, sondern der Film endet eben auch offen. Er ist etliche Jahre im Gefängnis, wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben. Und man bleibt eben doch sehr irritiert zurück und muss da wirklich einen Moment drüber nachdenken. Und es ist halt ein schöner Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, wo Schwarze halt immer noch in der Situation sind, ganz egal, was sie machen, im Grunde genommen schon mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Ja. So fährst du mit einem schicken Auto durch die Gegend, wird angenommen, dass du geklaut hast. Mhm. Weil es kann ja nicht deins sein. Das kann sich ja so jemand gar nicht leisten und so weiter und so fort. Und das macht diesen Film eben so besonders, dass ohne dass der Film übermäßig laut und aggressiv dir dieses Ding entgegen, also diese Botschaft entgegenbrüllt, kriegst du diese Geschichte mit und stehst dann genauso ohne Perspektive am Ende dieses Films da, wie der Hauptdarsteller und die Hauptdarstellerin. Ja. Die dir halt im Laufe des Filmes mega ans Herz wachsen. Das sind natürlich die Helden dieses Filmes. Mhm. Aber man weiß halt nicht. Nee. Also mich hat so im Nachhinein beim drüber nachdenken von der juristischen Seite her so ein bisschen erinnert an die Grisham-Verfilmung Die Jury. Mhm. Nur ohne diesen quasi erlösenden Moment am Ende. Und in der Gesamterzählung ist es das, was Hannah Gadsby in ihrer vorletzten Show, sie hat wieder ein aktuelles Programm, glaube ich, in ihrem vorletzten Programm gesagt hat, so, sie hat es satt, die Spannung für uns, die wir privilegiert sind, aufzulösen. Ja. Die bleibt jetzt bei uns und wir müssen die aushalten. Und das macht dieser Film und der macht das ganz großartig, weil er auch die handelnden Figuren, die Hauptfiguren nicht als Täter darstellt. Die sind nicht aggressiv, die sind verzweifelt. Aber die sind nicht aggressiv, die sind nicht wütend, die sind resigniert an manchen Stellen. Und es ist ganz klar, dass die nicht die Bösen in diesem System sind. Und das macht den Film, glaube ich, so nachhallend. Also mich hat er auch wahnsinnig beeindruckt. Jetzt ist Drama noch ein bisschen eher mein Genre bei Filmen als deins. Das ist wahr. Ich bin da ein bisschen mehr zu Hause, deswegen konnte ich auch, glaube ich, eher was damit anfangen. Und ich finde es schön, dass du ihn auf der Liste hast. Ich habe ihn nicht mit drauf, weil ich wusste, du hast ihn mit drauf. Ja. Sonst wäre er auf meiner auch. Weil, also mir ist halt aufgefallen, und das ist mir letztes Jahr, glaube ich, aufgefallen, dass wir Moonlight geguckt haben. Mhm. Ich gucke sehr, sehr wenige Filme von und mit Schwarzen, weil das nicht so mein Bewusstsein ist. Ich glaube, so Moonlight, dann noch Get Out und jetzt eben auch Beale Street sind so die Filme, die für mich gezeigt haben, ich muss da öfter mal reingucken. Also das sind, Moonlight hat mich wirklich umgehauen, zusammen mit Call Me By Your Name, wahrscheinlich einer der besten schwulen Filme überhaupt. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ja, keine Ahnung, also das hat mir immer wieder gezeigt, dass mein Fokus da immer noch zu begrenzt ist und ich versuche ihn wirklich immer wieder zu öffnen, aber das ist eben so der, also ich habe kein Problem damit, morgen hinzugehen und mir einen südkoreanischen Film anzugucken, den ich noch nicht gesehen habe. Ich wüsste nicht, wo ich
bei Filmen von schwarzen RegisseurInnen anfangen sollte. Ich habe keine Ahnung. Also das ist echt ein Problem im Moment noch für mich. Ja, für uns beide. Also da müssen wir beide noch suchen. Wo du gerade Korea ansprichst und wir wieder im asiatischen Raum sind, mein letzter Top-Film auf dieser Liste für diese Sendung ist Big Fish und Begonia, ein Animationsfilm aus China, den wir Anfang des Jahres gesehen haben. Wir hatten uns ja sehr darauf gefreut. Wir haben das Glück hier in Leipzig, bekommen viele Animations- und Anime-Filme in Release und wir können die im Kino gucken. Also wir müssen nicht warten, bis die irgendwie auf DVD oder sonst irgendwo verfügbar sind. Die laufen dann in diesen Anime-Nights. Genau. Die sollen die größeren Städte auf jeden Fall abtingeln. Genau. Und wir hatten uns den Trailer angeguckt von Big Fish und Begonia, hatten uns ziemlich drauf gefreut und waren dann im Kino. Wir haben sie, glaube ich, die Woche davor erst gesehen, ne? Das stimmt. Irgendwie so wir haben relativ spontan beschlossen, den gucken wir. Und ich habe es tatsächlich nicht bereut. Ich fand es sehr spannend. Man merkt deutlich doch an vielen Stellen, dass es eben kein klassischer Anime aus Japan ist. Das ist noch ein bisschen ein Genre, habe ich den Eindruck nach dem Gucken auch, dass in China noch in den Kinderschuhen steckt, so ein Stück weit. Zumindest für das große Publikum. Die Diskussion würde zu weit führen, aber es gibt schon eine große Animationskultur in China, die dann aber doch tendenziell Richtung Propaganda geht. Aber das ist eine andere Diskussion. Okay. Mir hat er sehr gut gefallen. Also er war optisch tatsächlich sehr schön. Er hat ein bisschen gebraucht, bis er in Schwung kam. Aber die Geschichte, die erzählt worden ist, die Mythen, die verarbeitet wurden in der Geschichte, die ganze Sagengestalten etc., das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich zwischendurch ein bisschen an Chihiros Reise ins Zauberland erinnert, wo ja auch so viele seltsame Charaktere aus der Mythologie immer wieder auftauchen und begleiten. Für mich durchaus eine Empfehlung. Also hat mir richtig gut gefallen. Und wenn man mal neben den klassischen japanischen Anime was anderes gucken will, ist Big Fish und Begonia auf jeden Fall der Go-To-Film für mich dieses Jahr. Mhm, cool. Dann würde ich weitermachen mit meinem letzten Film auf der Liste. Das ist der Film The Boat. Ein Film, der an sich an den Film All is Lost mit Robert Redford als einzigen Darsteller erinnert. In dem Fall ist es aber nicht Redford, sondern Joe Azzopardi, der die Hauptrolle spielt. Und die Story fängt tatsächlich eigentlich genauso an. Wir sehen einen Fischer, der von Azzopardi verkörpert wird, der mit seinem Fischerboot einfach nach draußen auf die See hinausfährt und dann in einem Nebel ein führerloses Segelboot sozusagen vorfindet. An Bord geht und plötzlich in eine ziemlich mysteriöse Verkettung von Ereignissen auf der Bordtoilette sich eingesperrt sieht. Und peu à peu entwickelt sich dieser Film tatsächlich zu einer Art von Horror-Thriller, weil man eigentlich die ganze Zeit das Gefühl hat, okay, da ist noch jemand mit auf dem Boot. Und genau diese Angst, diese Panik, die der Hauptdarsteller in diesem Film tatsächlich in jeder Szene hat, weil er auch natürlich eingesperrt auf diesen 2 Quadratmetern gefühlt, auch den Gezeiten ausgesetzt ist und möglicherweise ja auch dem Handeln eines Dritten an Bord, lässt diesen Film atmosphärisch auf jeden Fall ziemlich, ziemlich dicht auch an den Zuschauer ran wirken. Und das hat mir über die Laufzeit von, ich glaube, das waren 1,5 Stunden, das hat mir richtig gut gefallen. Und die Auflösung am Ende finde ich persönlich grandios, die nehme ich natürlich nicht vorweg. Schaut euch den Film an, das ist ein Thriller, der tatsächlich einem die Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Richtig gut. Ja, ist notiert, klang gut. Ja, sehr. Definitiv. Ich habe auch noch einen letzten Film. Auch ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, auf den ich lange hingefiebert habe. Ersten Trailer habe ich 2017 gesehen. Da haben wir noch in Stuttgart gewohnt. Dann sind wir umgezogen. Hab dann festgestellt, dass er mittlerweile in Stuttgart in einem der kleinen Kinos auf irgendeiner Kinofestveranstaltung auch lief. War da ein bisschen traurig, weil er da noch so diese ganze Festival-Schiene so durchmachen musste und noch nicht so einen großen, breiten Release kriegte. Kriegte überall dann so nach und nach so mal bei Amazon Prime ins Angebot, dann mal hier da einen kleinen DVD-Release und einen Blu-ray-Release. Und ich sah mich den Film schon weiß Gott woher importieren, bis dann tatsächlich irgendwann die News kam, ja, er kommt jetzt im Sommer 2019 auch für einen kurzen Zeitraum ins deutsche Kino und aber eben auch fast zeitgleich auf DVD raus. Die Rede ist von Dave Made a Maze. Wuhu! Habe ich also wirklich, also ungelogen, 2 Jahre lang darauf hingefiebert, habe dann die Chance gekriegt, den eben auch für den Telestammtisch besprechen zu dürfen. Auch einer der Vorteile, wir haben damals noch Heimkino-Releases besprochen, ich durfte dann die DVD behalten. Kann man ja Transparenz jetzt auch einfach mal laut sagen, ist glaube ich auch üblich, dass man dann oft die Muster auch behält.
Worum geht's in Dave Made a Maze? In Dave Made a Maze geht's darum, dass Dave sich ein Labyrinth baut, und zwar aus Pappe, ins Wohnzimmer. Weil Dave weiß nicht, wohin mit seiner Kreativität. Der bringt nichts zu Ende. Der hat eine komische Beziehung zu seiner Freundin. Die findet ihn eigentlich auch irgendwie doof, weil er irgendwie auch nichts fertig bringt und 10 Sachen anfängt und aber dann auch nicht wirklich ein Ergebnis vorzuweisen hat. Der hat kein Ziel im Leben, keine Perspektive. Der macht 10 Sachen gleichzeitig und nichts davon hat irgendwie Erfolg. Und sie kommt auf jeden Fall am Ende des Wochenendes nach Hause und er hat sich also ins Wohnzimmer eine kleine Pappburg gebaut. Also sieht halt wirklich aus wie ein Kind, was sich mit Duct Tape und Farbe eine Burg aus Pappe baut. Und er ruft dann von innen raus, komm hier nicht rein, hier drin ist es gefährlich. Und alle, die in dieses Wohnzimmer kommen, denken, der ist verrückt. Mhm. Der bei dem, keine Ahnung. Und er sagt, nein, kommt hier nicht rein, es ist gefährlich. Und irgendwann beschließen sie dann, so einen Suchtrupp zu organisieren und mit einer Gruppe von Leuten, das ist so eine ganz bunte Truppe, von, also der Freundeskreis im Grunde genommen, da eben reinzugehen. Ein Kumpel von denen ist Dokumentarfilmer, der dreht dann gleich Dokumentation darüber. Und die stellen fest, also es ist halt wie bei der TARDIS, it's bigger on the inside. Es, da drin findet sich ein Gewirr an Gängen und Fallen und also es ist eine eigene Dimension da drin. Also es ist ganz anders und es ist gefährlich und es sterben Leute. Mhm. Also der Bodycount ist relativ hoch. Mhm. Es ist aber nicht so ein Splatter-Film, dass man jetzt denkt, oh Gott, weiß ich nicht, dass sich jetzt irgendwie der nächste Zombie-Film was von abgeguckt oder sowas, sondern es ist halt wirklich so total kreativ gemacht. Da wird dann irgendwann mal eine der Figuren geköpft und dann kommen so Luftschlangen aus dem Hals und so weiter und so fort. Es ist total abgespaced. Irgendwann verwandeln sie sich in Puppen und rennen so durch die Gegend, weil das, weil diese Welt da drin so verrückt ist. Und ja, wie es in jedem guten Labyrinth eben ist, ist es auch hier so, es ist auch ein Minotaurus in diesem Labyrinth, der dir irgendwann verfolgt, der so ein bisschen der Schurke wird. Und das ist, glaube ich, für mich mit einer der liebevollsten und kreativsten Horrorfilme, in Anführungszeichen, so ein Horror-Leitfilm, Horror-Komödie auch ein Stück weit in den letzten Jahren. Ich habe oft gehört, dass man den Gag dann so nach der ersten Dreiviertelstunde auch verstanden hat und dass der Witz so, ja, okay, das ist alles aus Pappe, auch zu Ende erzählt hat, zu Ende erzählt ist. Dem würde ich erstmal recht geben, ändert aber nichts daran, dass der wirklich über die gesamte Laufzeit unfassbar viel Spaß macht. Ja. Und auch optisch immer noch cool ist und noch eine gute Idee nach der nächsten kommt. Und wir werden den definitiv demnächst auch noch mal ein zweites Mal gucken, obwohl wir den jetzt im Sommer, glaube ich, das letzte Mal gesehen haben. Ja. Den legen wir auf jeden Fall bald noch mal wieder ein. Also ich weiß, es hat auch richtig viel Spaß. Du hattest mir schon ganz lange davon erzählt und ich hatte immer keine Vorstellung, was das sein soll. Das war immer so. Du hattest, glaube ich, über die Schulter mal geguckt, als der Trailer lief und das war es, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Genau. Irgendwie sieht das komisch aus, keine Ahnung. Naja, aber wenn es dem großen Spaß macht, dann soll er mal gucken. Und dann habe ich mitgeguckt und es ist halt echt ein Fest, dieser Film, weil er eben wirklich sowohl inhaltlich als eben auch in der Machart so unfassbar kreativ ist. Und das, also ich kann es auch nur empfehlen, ich schließe mich dem an. Und komme jetzt aber von den Empfehlungen zu den Finger weg von diesem Pappkameraden. Ich würde, weil wir mit der Zeit schon relativ weit fortgeschritten sind, vorschlagen, dass wir da vielleicht ein bisschen schneller drüber weggehen. Ich kann sie auch einfach runterlesen. Vielleicht auch einfach, wenn du möchtest, noch gerne ein oder zwei Sätze dazu sagen. Ja, aber alle am Stück? Gerne auch am Stück. Wie ihr wollt. Mhm. Ja. Okay. Ich möchte nur noch anfügen, direkt als du deine Empfehlung für Dave Made a Maze gemacht hast. Ich habe mir den gerade auf iTunes gekauft, weil das schon gigantisch für mich klingt. Sehr gut. Sehr gut. So. Wir kriegen immer noch keine Provision für die Werbung, aber ist uns egal. Ich hab relativ eng mit dem Social-Media-Team zusammengearbeitet, um alles zu retweeten, was sie rausgehauen haben. Ich hatte den Film noch nicht gesehen, aber ich war so gehypt. Ja. Also das, also alles, was sie rausgehauen haben. Und ich habe immer gesagt, ja, ich freue mich, wann kommt der Deutschland-Release? Und die sagten dann, ja, wir arbeiten dran, kommt bald, kommt bald. Genau. Jetzt müssen wir leider zu den weniger schönen Filmen kommen. Ganz oben auf der Flop-Liste steht tatsächlich ein Film, den wir erst vor kurzem gesehen haben, nämlich Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe. Oh. Es gab hier einen wunderbaren Verriss zu dem Film im Telestammtisch. Bitte, da warst du dran beteiligt, Steffen. Ja. Möchtest du noch mal ganz kurz einen Wutbrüller loslassen über diesen Film? Ja. Der war wirklich schlimm. Also ich liebe Weihnachtsfilme und ich drücke da alle Augen zu, wo ich kann, weil ich einfach sage, es ist Weihnachten. Und es ist ein Kinderfilm. Und es ist ein Kinderfilm, aber der ist derartig stimmungslos. Das habe ich noch nicht erlebt bei einem Weihnachten. Es ist gruselig. Skurrilerweise von einem Horrorfilmregisseur, also von einem italienischen Horrorfilmregisseur. Es war ein Horror, den gucken zu müssen bis zum Ende. Ja, das war total krass. Ja, tatsächlich ist auf meiner Flop-Liste auch Spider-Man Far From Home gelandet, weil ich von dem echt ein bisschen enttäuscht war. Mhm. Ich mochte den ersten mega gerne. Da waren die Figuren toll geschrieben, super sympathische Charaktere
Und im zweiten sind sie irgendwie wieder zum klassischen Schema F Superheldenfilm und alle Tropes, die man sich vorstellen kann und Klischees und hast du nicht gesehen, zurückgekommen. Leider Daumen runter von mir. Gleiches gilt für Pet Sematary, wobei Pet Sematary wenigstens noch ein Herzchen bekommt, weil der einfach, also der ist schlecht, aber der macht Spaß. Das, so ein, also das ist so, in 10 Jahren ist das ein Schläferz. Ja, genau, yeah. So ein Film ist das. Also ich kenne den Original Pet Sematary, ist schon ein bisschen her, aber ich habe den damals gesehen. Ich fand ihn jetzt auch nicht mega gruselig, aber ich bin auch relativ abgehärtet, was Gruselfilme angeht. Und der neue ist einfach nur so unfassbar vorhersehbar und bedient halt auch alles, was man aus Horrorfilmen kennt und überrascht einen halt auch nicht mehr damit. Der Witz ist, ich kenne das Original tatsächlich noch nicht. Es ist also einer meiner großen Flecke auf der Stephen King-Verfilmungsliste. Da gibt es ja noch ein paar, die ich nicht gesehen habe. Man hört ja so viel Gutes über Stephen King-Verfilmung. Aber Pet Sematary ist ja wirklich einer dieser Klassiker, die man mal gesehen haben sollte eigentlich. Und den habe ich tatsächlich, also seit meiner Kindheit reden Leute über diese Filme, diesen Film, und ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Ist ein bisschen, aber also nach dem neuen, nach dem Remake dieses Jahr, boah, der war hart. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und als letztes auf meiner Flop-Liste ist Sindbad. Das ist ein Release von einem Anime-Film. Den gab es auch als Serie. Jein. Jein. Das ist ein bisschen komplexer. Ja. Das ist ein Anime-Film zum 50-jährigen Bestehen von Nippon Animation gewesen und die haben das sogenannte World Masterpiece Theater gemacht. Mhm. Also alle größeren Anime-Serien, die man hier in Deutschland kennt, sowas wie Heidi oder Anne mit den roten Haaren. Little Women, also eine fröhliche Familie, ja, und noch etliche mehr. Also die Liste ist ewig. Die kommen aus dieser World Masterpiece Theater-Reihe, also eben Anime-Verfilmungen großer literarischer Werke. Mhm. Also klassische europäische Literatur, amerikanische Literatur in der Regel. Also westliche Literatur, die dann eben zu Anime-Serien gemacht worden ist. Und Sindbad ist zwar eine Nippon-Animation-Serie gewesen, kennt man glaube ich auch, dieses Sindbad, Sindbad, schau, wie viel Glück dieses Kind hat. Ist aber kurz nicht diese Masterpiece-Reihe. Ja. Diese neue Sindbad-Verfilmung aber schon. Und boah, die war nicht gut. Nee, wir haben die an einem Werktag geguckt, der aber vor einem Feiertag lag, wenn ich es richtig weiß. Das Kino war verhältnismäßig voll, meine ich, oder war das bei Big Fish und Begonia? Big Fish und Begonia war knackenvoll. Stimmt, Sindbad war gar nicht so sehr voll. Und ich hatte zwischendurch echt Mühe, mich wach zu halten. Das war nicht feierlich. Und das war sogar noch der Zusammenschnitt von drei längeren, also drei Dreiviertelstündern. Die haben sie auch Spielfilme runtergekürzt. Und selbst da waren noch Längen drin. Also wie man das hinkriegen kann, in einen auf 2 Stunden runtergekürzten Dreiteiler noch Längen reinzukriegen, das war mir echt ein Rätsel. Die falschen Stellen rausgekürzt. Ja, du hast von allen drei Teilen immer Exposé und dann Finale gehabt. Der spannende Mittelteil war irgendwie so ein bisschen kurz jeweils. Für ganz viel von dem anderen Kram. Ja, das wären so meine großen Flops, die ich nennen wollte. Alright. Meine größten Flops, beziehungsweise meine Liste der größten Flops beginnt mit Rambo Last Blood. Ja, ich weiß nicht, wie ihr zu dem Film steht, aber ich war einfach massiv enttäuscht von dieser Fortsetzung. Es lag jetzt nicht daran, dass Thomas Dannenberg nicht mehr in der Lage war, Sylvester Stallone die Stimme zu leihen. Es lag einfach daran, dass ich der Ansicht gewesen bin, als ich den Film gesehen habe, dass das, was wir da auf der Leinwand erleben, an sich so gut wie gar nichts mehr mit Rambo zu tun hat, geschweige denn der Titel Rambo Last Blood als Schulterschluss mit Rambo First Blood, dem ersten Rambo-Film, überhaupt nicht in Einklang zu bringen gewesen. Mhm. Das hat mich einfach nur massiv enttäuscht. Der einzige Rambo-Film, den ich gesehen habe, war Hot Shots. Ja, so ähnlich geht's mir auch. Ich kenn keinen Rambo-Film, leider. Also mit Rambo Last Blood hast du meiner Ansicht nach auch nichts verpasst. Der nächste Teil auf meiner Liste ist X-Men Dark Phoenix. Für mich persönlich auch die größte Enttäuschung dieses Jahr. X-Men ist ja das Franchise, was die Superheldenfilme, so wie wir sie aus dem Marvel Cinematic Universe und aus dem DC-Universum kennen, ja an sich erst begründet hat. Das ging ja 2000 mit dem ersten X-Men-Film los und mündete nunmehr in dem letzten Film X-Men Dark Phoenix, der von Simon Kinberg und dem Cast und dem kompletten Drehbuch an sich die ganze Zeit an sich so verdroschen wurde, dass es an sich nur noch so laufen konnte, dass der Film komplett gegen die Wand fährt. Und so ist es ja auch gekommen. Also der Film wurde ja auch diverse Male verschoben. Es gab den Clinch mit Captain Marvel, die zeitliche Überschneidung der Release-Daten, deswegen die Verschiebung. Und letzten Endes war der Film einfach inhaltlich nach den Ereignissen auch von Days of Future Past, einem der anderen X-Men-Filme, der Jahre zuvor erschienen ist, einfach auch chronologisch überhaupt nicht mehr logisch und ein Fauxpas sondergleichen. Das hätte nicht passieren dürfen. Schade, dass die Reihe so endet, meiner Ansicht nach.
Auch ein Film, der zu einem Franchise gehört, der mich dieses Jahr massiv enttäuscht hat, weil unter anderem auch die Promotion dieses Films grotesk schlecht gewesen ist, war Man in Black International. Ein Film, der an sich durch den ersten und zweiten Trailer direkt gespoilert wurde und somit an sich überhaupt keinen Mehrwert geboten hat, um ihn im Kino zu erleben. Das hat mich massiv enttäuscht. Dann auf meiner Liste noch vorhanden Hellboy Call of Darkness. Ich bin an sich ein totaler Hellboy-Fan, mag die Comics auch. Ich mochte auch tatsächlich die Interpretation dieses Charakters von Guillermo del Toro und auf jeden Fall die Darbietung von Ron Perlman in dem ersten und zweiten Hellboy-Film. Hätte mir auch am liebsten den Abschluss dieser Trilogie gewünscht, anstatt dieses Remakes mit David Harbour. Aber so ist es jetzt gekommen und meiner Ansicht nach werden wir jetzt auf lange Zeit auch keinen Hellboy-Film mehr sehen. Einen Film möchte ich noch nennen, obwohl ich wahrscheinlich noch ganz lange so weitermachen könnte. Das ist ein Film, weil wir eben Til Schweiger erwähnt haben, da muss einfach ein Til Schweiger-Film auch hier erwähnt werden in diesen Flops des Jahres 2019. Das ist für mich der Film Head Full of Honey. Ja, und das vor allem das Remake. Ja, ich meine, ich glaube, dass die deutsche Originalfassung dieses Films ist, glaube ich, ja 2016 erschienen. Kann auch 2017 gewesen sein. Dann wurde ja schon direkt das US-Remake für 2018 angekündigt. Das wurde dann aber in den März 2019 verschoben. Deswegen kann er auch in dieser Liste ja noch erscheinen. Und für mich war das wirklich ein Film, der so unnötig wie kein anderer gewesen ist, weil teilweise ja wirklich Szenen 1:1 inklusive der Kameraführung kopiert wurden. Das hat mich teilweise diese Dreistigkeit an Psycho und ich glaube Psycho 4 oder Psycho 3 war es, der quasi ja Shot für Shot an sich geremaked wurde, erinnert. Das fand ich eine Frechheit sondergleichen und auch einen Betrug am Zuschauer. Und da erinnert auch nichts daran, dass Nick Nolte da mitspielt und eine gute Performance macht. Das war, sorry, wenn ich das so direkt sage, das war eine Verarsche am Zuschauer und das mag ich überhaupt nicht. Der Film ist ja aber auch entsprechend abgestraft worden. Das waren meine Flops. Das ist aber halt auch dem Umstand geschuldet, dass amerikanisches Publikum keine Synchronisierungen guckt. Mhm. Die drehen die Filme halt einfach neu. Wenn sie das Gefühl haben, ein ausländischer Film, der interessant sein könnte, die drehen den Film neu. Deshalb auch diese Shot-für-Shot-Einstellung etc. Warum der dann auch mal nach Deutschland zurückgebracht wurde, das erschließt sich mir tatsächlich nicht. Die Amerikaner drehen sogar australische Filme neu. Ja. Und die sind doch schon auf Englisch. Das macht alles überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das Schlimme ist ja, dass es ja noch nicht mal diesem Umstand geschuldet sein kann, weil sehr, selbst Til Schweiger wieder federführend an diesem Film beteiligt war. Der hat die Regie auch bei diesem Remake geführt. Der war beim Drehbuch beteiligt. Der hat den Film zum Teil ja auch privat mitfinanziert. Und genauso war es ja bei dem Originalteil aus dem Jahr 2014 oder 15 oder 16, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, da waren nicht viele Jahre zwischen. Und das finde ich halt, das ist diese Selbstinszenierung eines Schauspielers, der über seinen Zenit hinaus ist und einfach per se versucht, irgendwie doch wieder seinen Fuß und seinen Stand in Hollywood zu kriegen. Ja, bei uns erzählen wir immer gern die Geschichte, dass meine Cousine ihn mal in die Hand gebissen hat. Zur Erklärung, sie ist Schauspielerin und ist passierte laut Drehbuch, aber wir sind trotzdem alle sehr stolz auf sie. Ja, der Mann deiner Cousine ist in Civil War, ne? Genau. Ja, in Captain America Civil War. Ja. Ja, wenn der ist in Bukarest oder Budapest, ich komme da einmal durcheinander, der Kioskbesitzer. Genau. Das ist der Mann deiner von Katis Cousine. Kann die Til Schweiger in die Hand gebissen. Ja, macht uns zu gar nichts, aber das ist eine schöne Anekdote. Ja, absolut. Gut, du bist durch? Ich bin durch. Sehr gut. Ich habe auch noch ein paar Flöpschen. Auch von oben runter. Ich habe neulich gesehen, auch in der Pressevorführung, das neue Machwerk von Roland Emmerich, Midway. Der hat mich überfordert bis gelangweilt. Ich weiß es nicht, irgendwo dazwischen. Optisch wollte es wohl ganz doll imposant sein, war aber alles ein graubrauner Matsch. Unfassbar viel Patriotismus, der vorne aus der Kinoleinwand raussuppte. Ich habe da so 2,5 Punkte für gegeben. Mag aber auch so ein bisschen daran liegen, dass ich noch so eine offene Rechnung mit ihm offen habe wegen Godzilla. Keine Ahnung. Vielleicht trage ich ihm das noch nach. Weiß ich nicht. Auch ein Superheldenfilm. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch Superheldenfilme hier stehen, den ich neulich erst gesehen hatte. Da habe ich den Trailer auch schon vor einer ganzen Zeit mal gesehen und wollte den dann auch gerne gucken. Nämlich Supervised. Das ist ein Superheldenfilm mit alten Superhelden. Der hat gar nicht funktioniert. Da haben wir neulich auch den Tele-Stammtisch-Podcast zu aufgenommen und das ist auch inzwischen ausgestrahlt worden.
Der hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Da war ich auch eher enttäuscht und auch so ein bisschen desillusioniert. Also das war echt überhaupt nicht mehr gut. Noch ein Superheldenfilm und noch ein deutscher Superheldenfilm. Electric Girl ist eher so ein Psychodrama, kann man fast sagen. Du hast ihn mitgeguckt. Ich habe ihn mitgeguckt. Genau. Wo es auch darum geht, dass eine junge Frau glaubt, sie hat Superkräfte, aber eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Und alles ist total verschwurbelt und auch ein bisschen also surreal und dann aber auch auf so eine ganz komische Art echt widerwärtig. Also das fand ich echt schräg. Also das wollte, glaube ich, so ein bisschen was wie Fight Club sein, aber es war eher wie Bibi und Tina auf Koks. Ja. Keine Ahnung. Das war es auch tatsächlich. Also es war nicht schön. Ja, und jetzt habe ich einen Film, den hatten wir heute schon mal. Da wollte ich jetzt noch mal 2-3 Worte zu sagen. Ich habe tatsächlich Avengers Endgame hier stehen. Und das eigentlich so ein bisschen stellvertretend für Superheldenfilme in diesem Jahr. So, ich nehme mal so X-Men und all das raus, weil das, glaube ich, ein Franchise ist, was nachhaltig gestorben ist, schon vor ein paar Jahren. Mhm. Und wir haben den Dark Phoenix noch auf dem Guckstapel liegen. Wir erwarten auch nicht besonders viel. Wir haben auch den Hellboy gerade auf dem Guckstapel liegen. Hab da auch keine große Erwartung. Aber so vom MCU und auch den ganzen DC-Sachen bin ich momentan doch eher ein bisschen ernüchtert. Also Shazam dieses Jahr fand ich noch ganz okay. Ich wollte mich aber dieses Jahr, das habe ich in den letzten Jahren zu oft gemacht, nicht so sehr auf Superheldenfilme stürzen. Deswegen habe ich die dieses Jahr ein bisschen ausgelassen. Und auch Captain Marvel war ganz, ganz ordentlich guckbar. Und der ist auch wichtig, das gebe ich zu. Aber so auch Infinity War, den haben wir dann auch relativ spät erst nachgeholt. Und neulich dann eben auch Avengers Endgame. Die Filme dürfen wieder kleiner werden, ein bisschen persönlicher werden. Der Maßstab darf wieder schrumpfen. Passenderweise dazu mag ich halt die Ant-Man-Filme sehr, sehr gerne, weil die wirklich auch ist der Treppenwitz. Man sagt immer wieder, das sind kleine Filme. Ist halt witzig, weil es geht um Ant-Man. Haha. Aber da passt für mich der Maßstab einfach noch. Das sind Filme, die in ihrem eigenen Universum, in ihrer eigenen kleinen Welt spielen und natürlich eine Verbindung ins Große haben, aber für sich ganz gut funktionieren. Und dieser Avengers Endgame, das war mir einfach zu krass, zu viel, zu laut, zu schnell, zu komprimiert. Schritt auf Schritt immer zum nächsten. Nee, hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Bin ich eher bei dir als bei Benedikt tatsächlich. Ich habe mich bei so ein paar Leuten gefreut, Team Bizeps, ich gucke die halt immer gerne an. auf dem Bildschirm sowas. Captain America in dem Fall. Ja, hallo. Aber außer so ein bisschen Eye Candy hatte der jetzt nicht so viel. Und das ist halt schon irgendwie traurig, zumal einige der Dinge, die sie erzählt haben, meiner Meinung nach auch gar nicht konsistent waren innerhalb des Universums. Also das sind so ein paar Dinge, wo ich denke, so funktioniert das? Aber vielleicht habe ich auch Zeitreisen nicht verstanden, das wäre möglich. Das ist außerdem ist es ja auch ein Comicfilm. Also das ist, ich mache mir da aber Plotholes und irgendwelche Inkonsistenten in der Handlung, mache ich mir keine Sorgen. Ist halt auch in den Comics exakt genauso. Also sich darüber zu beschweren, wäre blöd, aber das hat halt auf so einer ganz normalen inszenatorischen Ebene für mich nicht mehr funktioniert. Nee. Ja. Und es hat mich tatsächlich auch einfach, also da war nichts mehr, was mich emotional mitgenommen hätte. Mhm. So, das war alles nur noch Feuerwerk und größer und schneller und weiter und lauter. Aber es war jetzt nicht mehr so, dass ich irgendein großes Drama verspürt hätte bei diversen dramatisch gemeinten Dingen, glaube ich, genau, in dem Film. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Genau, ich würde vorschlagen, wir machen das bei den Überraschungen. Und Benedikt, hast du noch Enttäuschungen? Die größte Enttäuschung habe ich ja eben schon in den Flops vorweggenommen. Genau. Ansonsten wäre das jetzt rein improvisiert. Also wir hätten noch 2-mal Überraschungen im Angebot. Ja, dann haut raus, gerne. Mhm. Ja, genau. Möchtest du anfangen? Ja, also meine Überraschungen sind ein wilder Mix, interessanterweise. Ein Kinderfilm ist dabei, nämlich Benjamin Blümchen, die deutsche Verfilmung. Mhm. Der ist ein Kinderfilm, als solchen gucke und bewerte ich ihn auch. Ich erwarte jetzt nicht, dass er mir irgendwas für Erwachsene liefert in der Qualität und Ausstattung etc. Der ist aber für einen Kinderfilm wirklich schön gemacht und sie haben es geschafft, diese Mischung aus Comic-Elefant und realen Menschen ringsrum optisch auf eine gemeinsame Ebene zu bringen. Und es hat mir echt gut gefallen und sie haben es vermieden, dieses Trope, wir müssen moderner und hipper werden, zu übernehmen. Sie haben eine Anspielung drauf drin und lösen die aber ganz toll auf und Benjamin ist am Ende Benjamin Blümchen und das ist überraschend genug. Ja. Heutzutage. Außerdem habe ich auf der Liste Shazam. Der hat mich in mehrfacher Hinsicht überrascht. Das ist einer von den DC-Superhelden, die mir bis vor kurzem, also bis ich dich kannte, nichts sagte. Mhm. Und ich bin halt von den DC-Filmen nicht so begeistert. Die sind mir alle immer zu düster, zu grau, zu
meh. Das sind die wenigsten. Ja, ja. So, mhm. Also das war irgendwie, und dann haben wir Shazam im Kino gesehen und ich habe das hart abgefeiert. Ja. Der war einfach schweinewitzig, der hat mich gut unterhalten. Der ist ein bisschen männerlastig, aber das liegt halt an der Natur der Figur. Das ist halt ein Mann, Shazam. Es kommen auch noch ein paar Mädels dazu. Liegt auch an der Struktur, wie Superhelden und Comics das, halt auch ja. immer noch sind. Und naja, gut. Genau. Ansonsten war das aber einfach einer der Filme aus dem DC-Universum, wo ich sage, mach doch weiter so. Das finde ich gut, ja. Das unterhält mich, da habe ich Spaß dran. Das muss nicht bierernst und düster und bitter sein. Das ist an manchen Stellen ernst, aber es ist ein Comicfilm. Hm. Und ich war überrascht, dass DC wusste noch, wie das geht mit Comicfilmen. Dann haben wir noch einen deutschen Film auf der Liste, oder ich. Und zwar ist das Ich war noch niemals in New York. Ja. Da habe ich die erste Viertelstunde gedacht, so, ach, bitte nicht. Und dann wurde der toll. Dann hat er richtig Spaß gemacht, ging richtig ab. Basiert auf dem Song und dem Musical von Udo Jürgens. Nicht Udo Lindenberg. Und auch nicht Udo Ochsenknecht. Udo Ochsenknecht, ja. Ich habe da ein bisschen. Udo Ochsenknecht spielt aber mit. der Udo. Genau. Ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Namen bei dem Film. Aber ich fand den ziemlich toll am Ende tatsächlich. Der ist auch so ein bisschen bonbonfarben und hat so ein bisschen Heile-Welt-Charakter an vielen Stellen. Aber der ist einfach tolle Unterhaltung und der passt zu der Musik von Udo Jürgens. Und es ist ein rundes Ding am Ende des Tages. Und diese Paarung Heike Mackert oder Udo Ochsenknecht dann eben auch nochmal in Benjamin Blümchen gespielt. Ja. Und beides sind so bonbonfarbene Comicfilme. Mhm. Also die sind optisch, das mag man gar nicht glauben, aber sehr ähnlich. Ja. Benjamin Blümchen und New York, also ja. Genau. Was mich ebenfalls überrascht hat, was aber eher wahrscheinlich so ein bisschen auch in meiner Unkenntnis des Genres und der Geschichte liegt, ist der Godzilla King of Monsters, den wir zusammen geguckt haben. Ich habe den Vorgänger davon noch nicht gesehen. Den ersten? Ich. Den habe ich, den 2014er Godzilla, der steht noch eingeschweißt bei mir im Regal. Den müssen wir mal gucken, ja. Ich kenne Godzilla hauptsächlich durch dich. Ja. Ich habe zwei Godzilla-Filme, glaube ich, mittlerweile mit dir geguckt. Ich bin mir auf alle Fälle den, wo er so fliegt. Ja, es ist so waagerecht durch die Luft. Großartig. Und die sind alle eher so aus heutiger Sicht so ein bisschen klamaukig, weil die da in diesem Gummikostüm durch die Gegend laufen und Pappmaché-Städte zertrampeln. Und dann kannte ich den Godzilla-Film, über den wir nicht sprechen, mit Matthew Broderick. Ja, den Emmerich. Den haben wir ja schon mal gesehen. Emmerichs Godzilla. Den habe ich gesehen und wieder vergessen, größtenteils. Ist gerade neu auf Netflix, können wir uns anschmeißen. Okay, gucken wir mal. Und ich fand den ziemlich gut. Also er hat immer noch Macken, aber ich fand den ziemlich gut. Ich fand den sehr beeindruckend. Ich mag, ich habe ihren Namen vergessen, das tut mir so furchtbar leid. Bobby Millie Brown oder so, genau. Ja, also die Darstellerin von Eleven aus Stranger Things. Elfie. Genau. Großartig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kommt noch ein dritter Teil, glaube ich, ne? Es kommt, Kevin soll nächstes Jahr kommen, Godzilla vs. Kong. Ja. Genau. Achso, ohne Kevin? Ne, Kevin wird dabei sein. Kevin wird dabei, schön. Kevin ist dabei. Sehr schön. Hört unseren Podcast, dann wisst ihr, wer Kevin ist. So. Ja, genau. Und als absoluter Top-Film auf meiner Überraschungenliste ist Smuggling Hendrix. Ja. Ein Film, zu dem wir auch so ein bisschen gekommen sind wie die Jungfrau zum Kind, nämlich über den Telestammtisch. Mal wieder. Wir wussten nicht viel drüber. Ich habe im ersten Moment gedacht, das war die erste Überraschung, das wird so ein Sonnenallee-Film, wo irgendwer eine Jimi Hendrix-Platte in die DDR schmuggeln will. Hätte ich auch gesehen. Hätte ich auch angeguckt. Ich fand auch Sonnenallee damals gar nicht schlecht. Ist es nicht, sondern es geht um einen Hund, der Hendrix heißt, auf Zypern lebt und irgendwann von der griechischen auf die türkische Seite abhaut. Sein Besitzer hinterher, als europäischer Staatsbürger, Grieche, kann er da hin und her wechseln, wie er will. Er darf aber nicht seinen Hund zurückbringen, weil lebend bla irgendwie ist verboten, von der türkischen auf die griechische Seite zu bringen auf Zypern. Und anhand dessen entfaltet dieser Film mit ganz tollem Humor und ganz toller Dramatik die absurdeste Geschichte darüber, wie dieser Hund von der türkischen auf die griechische Seite zurückgebracht werden soll. Wir haben den im Kino gesehen mit Regisseur anwesend, den beiden Hauptdarstellern. Zwei der Hauptdarstellern. Und das Geile war dann halt tatsächlich, der hat dann erzählt, der Regisseur hinterher beim Fragenteil, ja, die hatten das Problem, die dürfen halt wirklich keine Hunde von der türkischen auf die griechische Seite bringen. Die haben den Film aber halt mit einem echten Hund gedreht. Sowohl auf der türkischen als auch auf der griechischen Seite. Oh Mann. Also die haben die Szenen mit dem Hund, die auf der türkischen Seite gespielt haben, dann auf der griechischen Seite gedreht und haben dann ein paar Schilder ausgetauscht. Genau. Ich glaube, das war irgendwie das, was sie da erzählt haben. Weil sie den Hund sonst nicht zurückbekommen hätten. Genau. Also es ist großartig. Ist halt echt der Struggle, der da herrscht. Ja. Und Empfehlung bei dem Film, wir haben ihn leider in der deutschen Synchro gesehen. Das funktioniert nicht. Er hat wohl auch Release, beziehungsweise wenn er auf DVD kommt,
guckt euch den im Original mit Untertitel an. Das ist dann irgendwie dreisprachig, Türkisch, Griechisch, Englisch. Genau. Und da wird dann auch die Sprachbarriere nochmal deutlicher in dem genau. Fall. Genau. Ja. Und er ist aber toll, er ist fantastisch. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er so großartig ist. Und die letzte Überraschung, die ich noch nennen muss, ist, der hatte einen verdammt guten Trailer und der Film hat alles gehalten, was der Trailer mir versprochen hat. Ja. Das hat mich auch nachhaltig gewundert, also dass da wirklich ein Film gewesen ist, der die Elemente gebracht hat, die der Trailer auch versprochen hat. Also das ist, hast du ja oft entweder, das hatten wir heute ja auch schon mal, dass ein Trailer alles verrät und im Grunde genommen nichts mehr offen lässt. Oder dass zumindest die Grundstruktur eines Filmes schon mal klar wird. So, und hier ist nur abgehandelt worden, das kommt vor, das ist der Ton des Filmes und dann sitzt du da und erlebst aber diese Geschichte im Ganzen. Mhm. Das war echt angenehm. Mhm. Benedikt, hast du jetzt noch Überraschungen? Eine Überraschung, die ich an dieser Stelle noch erwähnen möchte, ein Mainstream-Film mal wieder, der ich glaube, für letzte Woche oder vorletzte Woche erschienen ist, aber mich tatsächlich und meine kindliche Seele berührt hat, das war Die Eiskönigin 2. Der hat mich überrascht. Oh. Der hat mich überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand den ersten Teil grandios und ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass mich dieser Film positiv überraschen könnte, in dem Sinne, dass er sogar den ersten Teil aus meiner Sicht überflügeln könnte. Ich fand den ersten Teil richtig, richtig schön, richtig süß erzählt. Allen voran die Figur von Olaf, synchronisiert von HP, fand ich richtig, richtig cool. Und jetzt im zweiten Teil fand ich es richtig, richtig schön, wie sie versucht haben, eine Geschichte, die man vielleicht in anderen Filmen schon tausendmal gesehen hat, trotzdem kindgerecht nochmal zu erzählen. Und das finde ich halt hier in dem Film Frozen 2 so richtig, richtig angenehm, dass das ein Film ist, der sich kindgerecht dem Thema Veränderung annimmt. Und da bringt Olaf am Anfang des Filmes eigentlich ja schon auf den Punkt, ich möchte immer, dass alles so bleibt, es soll sich nichts verändern. Und man kann Veränderungen nicht aufhalten. Und genau das ist die Quintessenz in diesem Film, dass sowohl Gutes als auch Schlechtes immer wieder dazu führt, dass man sich, um damit umgehen zu können, weiterentwickeln muss, verändern muss, anpassen muss. Und dass am Ende des Tages man trotzdem gestärkt daraus hervorgeht. Und das fand ich halt so klasse rübergebracht, auch durch die Musical-Komponente in diesem Film. Und am eindrücklichsten hat man das gesehen an den Reaktionen der Kinder, die mit im Kino gesessen haben und diesen Film einfach nur tierisch abgefeiert haben, gelacht haben, vielleicht auch ein bisschen traurig waren in der einen oder anderen Szene. Und genauso habe ich mich tatsächlich ja aufgeführt, obwohl ich jetzt auch nicht als Erwachsener so labil bin, dass ich direkt irgendwie mit Oh und Ah und Hui reagiere. Aber dieser Film hat tatsächlich den innersten Kern in mir berührt und das ist nicht leicht. Und dementsprechend war ich einfach nur total baff von diesem Film. Das klingt gut. Wir haben den noch vor uns und freuen uns auch sehr. Ja. Genau. Ja, ich habe auch noch ein paar kleine Überraschungen dieses Jahr. Filme, die mich auch so ein bisschen unerwartet gepackt haben. Ich habe an allererster Stelle stehen den Roccos modernes Leben-Trickfilm-Sonderspecial Static Kling. Den gab es nach etwas Vorlaufzeit dann auch sofort bei Netflix. Nickelodeon hat da so ein bisschen jetzt ein paar Sachen rebootet. Und das ist auch das Thema von Rocco. Eigentlich soll alles so bleiben, wie es ist, aber irgendwie bleibt es nicht so, wie es ist. Dinge verändern sich weiter. Und was dieser Trickfilm für mich so besonders gemacht hat, war A, das Gefühl dieser 90er-Jahre-Trickserie 1:1 ins Jahr 2019 zu hieven. Die Story wird auch nahtlos fortgesetzt aus der letzten Folge. Also man trifft die Charaktere wirklich in dem Moment wieder, wo sie aus der letzten Folge abgeflogen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist der Film für so ein Nickelodeon-Cartoon wahnsinnig progressiv, weil er das Thema Transgender auf eine Art thematisiert, wie ich es vorher in einem Trickfilm noch nie gesehen habe. Es wird angesprochen, dann denken die Figuren da eine Sekunde drüber nach, alle sind damit einverstanden und danach wird das nie wieder großartig thematisiert. Und das ist, glaube ich, eine Sache, deswegen auch unter den Überraschungen, ich hätte ihn auch unter die Tops nehmen können, das hatte ich von einer so vulgären und lauten Sendung wie Roccos modernes Leben nicht erwartet, dass sie das mit so viel Fingerspitzengefühl und so viel Treffsicherheit behandeln, wie sie das hier gemacht haben. Ein weiterer Superheldenfilm, aber nicht, wie es für mich typisch ist, mal wieder nicht unter den Tops, aber eben auch unter den Überraschungen, ist Invisible 2. Das ist ein Superheldenfilm für Kinder, den habe ich jetzt auch neulich, neulich wurde es ausgestrahlt für einen Telestammtisch gesehen, habe ich den schon irgendwann im Sommer oder so. Da sind ja die Termine für die Presse doch immer deutlich früher. Superheldenfilme für Kinder sind immer so ein zweischneidiges Pferd, weil ich denke,
Oft werden so die großen Marvel-Filme kopiert und es geht in die Hose. Bei Invisible Sue wird es halt damit thematisiert, dass Kinder halt gerne auch mal verschwinden möchten und so unsichtbar sein möchten und nicht auffallen möchten. Und das passiert Sue, wahrscheinlich in Anlehnung an Sue Storm, auch genauso benannt hier auch. Sie wird eben durch einen Laborunfall unsichtbar. Und ich fand ihn einfach gut gemacht. Er war an ein paar Stellen, hatte er ein paar Macken. Ich hatte auch gesagt, dass er so diese Liebesgeschichte zwischen Kindern hätte ich da nicht gebraucht. Das ist so ein Trope. Ja, Kinder erleben sowas, so die erste Liebe. Aber warum, also sobald eben weibliche Hauptdarstellerinnen irgendwo sind und seien sie 12 oder 13, wird eine Love Story eingebaut. Das ist bei männlichen Superhelden. Und da gibt's ganz groß die Endboy-Reihe aus Dänemark. Da wird das nicht gemacht. Und kann man sich auch mal Gedanken drüber machen, warum. Mhm. Also warum sich Mädchen verlieben müssen und Jungs nicht. Keine Ahnung. Es steht so ein Ungleichgewicht auch da, ne? Wenn ja. Nur die Mädchen verliebt sind und die Jungs gar nicht. Aber trotzdem fand ich eine absolut positive Überraschung. Dann, wir sind da dieses Jahr auch, wie sagt man, die Jungfrau zum Kinde gekommen. Mhm. One Piece Stampede, die 20 Jahre Jubelfeier One Piece, das Jubiläum, da haben sie nochmal jetzt den großen Jubiläumsfilm rausgehauen. Wir hatten die Tickets gewonnen, wären sonst nicht hingegangen und sind beide aus dem Universum so 10 Jahre raus. Ja, locker. Und haben uns da richtig wohl gefühlt und hatten mega Spaß. Ja, haben wir richtig hart gefeiert im Kino, war toll. Und der Film kriegt es einfach tatsächlich hin, Leute, die da nicht so ganz bewandert sind, abzuholen, weil er, glaube ich, auch eher so die ersten paar Jahre behandelt. Da sind Figuren drin, die man aus den ersten Jahren kennt. Und so dieses, ihr seid alle meine Freunde und jetzt kloppen wir auf unserem Gegner rum, das Konzept versteht man dann schon, auch wenn man 10 Jahre raus ist. Ne? Ich muss den Film noch gucken, aber ich freue mich schon drauf. Große Empfehlung. Doku-Tipp dieses Jahr, das war auch noch eine mögliche Kategorie dieses Jahr und für die Top- und Flops-Sendung ist Carmine Street Guitars. Da geht es um einen kleinen Gitarrenladen in Greenwich Village in New York. Und da gehen die großen Musiker ein und aus und holen sich handgefertigte Gitarren ab. Mhm. Und es ist ein Wohlfühlfilm sondergleichen. Wenn ihr dieses Jahr eine Doku sehen wollt, es gab ein paar mehr gute, aber für mich war das so der Wohlfühl-Doku-Film dieses Jahres. Carmine Street Guitars, viel Musik, viele bekannte Gesichter, ein immer noch, auch im Alter, sehr attraktiver Jim Jarmusch, der plötzlich reinkommt und auch seine Gitarre repariert haben möchte. Fantastisch. Und mein letzter Überraschungsfilm war ausgerechnet ein Film, wo es grob um Blaxploitation geht. Da haben wir auch ein kleines Special zugemacht beim Telestammtisch. Dolomite is my name. Und Blaxploitation ist ein Genre, damit möchte ich mich immer schon ganz lange auseinandersetzen, habe das aber immer nicht geschafft. Und dieses Jahr habe ich es geschafft. Und dann kam dieser Dolomite Biopic-Film mit Eddie Murphy. Eddie Murphy seit Jahren verschwunden. Keiner wusste, wo er ist. Plötzlich taucht er hier auf und bringt die beste Leistung seit Jahren. Also definitiv sehenswert. Gibt's bei Netflix. Nicht verpassen. Und gerne auch im Doppel mit Dolomite, mit dem originalen Blaxploitation-Film aus den 70ern. Es ist so ein bisschen der schwarze The Room. Also Leute, die keine Ahnung haben von Filmen, machen einen Film. Und es geht furchtbar in die Hose, aber es ist richtig sehenswert. Ja. Ich hatte ja auch das Vergnügen, The Room endlich mal zu sehen. Ja, The Room dieses Jahr haben wir auch gesehen, genau. Fantastisch. Ja, aber da haben wir doch ein paar Empfehlungen und Anti-Empfehlungen. Denke ich auch. Zusammenbekommen. Mhm. Haben wir noch Themen offen? Möchte jemand noch was sagen? Ansonsten möge er für immer schweigen. Genau. Richtig. Ich möchte hier eine alte Werbung zitieren, die sagt, Filme sind fürs Kino gemacht. Geht ins Kino. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber da fragt so ein Reporter kleine Mädchen auf der Straße, wie groß King Kong ist. Und die zeigen so eine Daumen- bis Zeigefinger-Spannbreite, weil sie es halt nur vom kleinen Bildschirm kennen. So vom Handy. Ja, so vom Handybildschirm, genau. Filme sind fürs Kino gemacht. Let's go all to the lobby. Let's go all to the lobby. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir hier nicht mehr singen. Vielleicht. Ja, dann danke ich euch für diese schöne Filmrunde. Wir gucken auf ein bewegtes Jahr, Kinojahr 2019 zurück, was wir hier jetzt auch, also das ist wirklich ein starkes Kinojahr gewesen, muss ich wirklich sagen. Also ich habe selten so viele wirklich gute Filme gesehen, Filme, die wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre nachhallen werden. Und ich glaube, wir haben so die ganz großen Kracharme noch so ein bisschen vor uns, wir beide zumindest. Ein paar haben wir noch auf der Liste, ja. Genau. Ja, danke Benedikt. Ich danke euch. Danke Steffen für die Moderation. Danke Steffen.
Danke, Steffen. Danke. Bitte gerne geschehen. Ja, und bis nächstes Jahr beim Telestammtisch. Ja, genau. Hört euch auch noch die vierte brennende Filmrolle an, die noch kommt. Es lohnt sich. Da brennt aber der Tisch doch. Aber hallo. Und die Kinoleinwand. Genau. Da brennt alles. Ja, und tschüss. Tschüss. Ciao.